Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit WW Supercard. Ja, das habe ich ja angekündigt bei Spellstone, dass das für mich ein interessantes Spiel ist. Was ihr hier gerade seht, ist quasi das Overlay und alles, was außenrum ist, um das Spiel drum, habe ich noch so ein bisschen zusammengeschustert gerade auf die schnelle halbe Stunde. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da Bock drauf habt, weil ich finde das super gut, das Spiel. Ich werde euch das auch ein bisschen zeigen, ein bisschen erklären. Das ist jedenfalls erstmal mein Profil für die Leute, die nach einem Team suchen. Hier, mein Team ist offen. All Stars Germany, wer rein will, soll reinkommen. Einzige Voraussetzung ist besonders selten im schwierig im Seltenheitsgrad des Teams. Dann ist alles Tutti. Ist gar nicht so schwer zu schaffen. Ich habe es innerhalb von einer Stunde geschafft, aber vielleicht hat er auch einfach nur Glück beim Kartenziehen, keine Ahnung. Ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Karten, mit denen man arbeiten kann, die man veredeln kann und und. Das ist quasi so ein bisschen wie die ganzen anderen Kartenspiele, die man so hat. Veredeln heißt, andere Karten, die man hat und nicht mehr braucht, dort reinballern und damit quasi die Karte verstärken. Und ja, hier kann man auf jeden Fall einiges machen, auch Geld ausgeben, muss man nicht. Ich muss mich hier gerade mal ein bisschen zurechtfinden, weil auf dem PC sieht es ein bisschen anders aus für mich. Optisch jedenfalls. Und ja, wir haben hier den Wild-Modus, den Bestenlisten-Modus, Royal Rumble. Wir haben Money in the Bank und King of the Ring. Das nächste Spiel ist in 13 Minuten. Da kann ich tatsächlich gar keinen Einfluss drauf nehmen. Da habe ich mein Deck angemeldet, aber ich zeige euch das alles nach und nach. Also gehen wir erstmal in den Wild-Modus. Der ist sehr wichtig. Und zwar, hier kann man sich einen Spieler raussuchen, gegen den man kämpfen will. Hier sind die Karten, die man hat, quasi das Deck. Und hier sind Verstärkungskarten. Mit denen kann man seine Karten dann auch noch verstärken, während des Kampfes, aber nur einmal. Hier ist der Schwierigkeitsgrad besonders selten. Hier haben wir es selten, besonders selten. Ihr seht, das ist nicht schwer. Da kommt man gut hin. Besonders selten Plus ist natürlich auch noch so ein Ding. Und dann geht es natürlich weiter. Besonders selten Plus Plus, ultra selten. La 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 la. Damit ihr Bescheid wisst, ja, also gibt hier, ja, also was ich erwarte, ist halt relativ gering. Ja, auf jeden Fall gibt es hier die Karten, die haben verschiedene Werte und ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt, mir fällt es gerade wieder nicht ein. Es geht quasi darum, einem wird gesagt, oder weißt du was, ich zeig das einfach. Also man sieht hier auf jeden Fall hier oben, das ist schon mal wichtig, diese Punkte, das werde ich euch aber wahrscheinlich gleich zeigen können in Ruhe. Weil alles andere, wenn ich jetzt hier erzähle, kann ich es auch gleich zeigen. Dann gehen wir rein in den Fight. Nicht erschrecken, wenn manchmal da steht, das dauert ein bisschen, dass da irgendwie die Daten oder der Server irgendwie kontaktiert werden muss, bla bla bla. Hier in dem Modus habe ich so viel Zeit, wie ich will. Also ich kann euch hier zeigen, was ich machen will. Es gibt ein Kartenspiel, mir fällt es gerade nicht ein. Ich habe heute Katrin schon gefragt gehabt, sie hat es gewusst und jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Es geht quasi darum, ihr seht hier Härte. Und da geht es dann darum, eine Karte zu legen, wo ihr sagt, okay, die hat die meiste Härte. Das macht für euch Sinn, die zu legen. Jetzt habe ich hier Einzelmänner. Das heißt, den könnte ich jetzt legen. Der wäre meine stärkste Karte in dem Bereich. Dann wähle ich den aus. Und dann tritt er gegen den an. Härte 154 hat er hier und meiner hat 187. Dementsprechend kommen die jetzt rein. Relativ lustig animiert, wie ich finde. Macht mir tatsächlich Spaß, auch so ein bisschen sich das anzugucken, weil da manchmal wirklich Moves rauskommen und man denkt, meine Güte, das mit Karten zu animieren ist schon relativ witzig. Ja, das ist zum Beispiel einer dieser Moves. Batz. Und weg ist er. Und da sehen wir denn, erste Runde gewonnen. Jetzt kommt hier Einzelfrauen. Da habe ich ziemlich Glück gehabt, scheinbar, dass ich die gezogen habe, weil was Frauen angeht, da bin ich irgendwie immer auf dem besten Weg. Die anderen haben immer nur so grüne oder graue. Da bin ich deutlich stärker. So, ich spule das mal ein bisschen vor. Banzai, bam. Ja, und das Spiel läuft auch tatsächlich sehr flüssig auf meinem Emulator, finde ich geil. Hier haben wir es jetzt mit den Tag Teams. Das ist wichtig. Ihr seht hier unten diese Markierung. Ist eigentlich ganz einfach. Wenn er jetzt links die Markierung hat, braucht er noch einen, der ihn rechts auffüllt. Das wäre er. Das heißt, die beiden könnte ich spielen und ich könnte auch die beiden spielen im Tag Team.
Macht natürlich Sinn, Härte quasi die zu spielen, also ihn mitzuspielen mit ihm, weil er hat die höchste Härtezahl. Und dann wähle ich die beiden aus. Und dann geht's rein. Der kriegt einen Tempo-Boost. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das geht. Weil die kompatibel sind, werden die alle Werte nochmal um 10% geboostet und die anderen hatten jetzt keine Kompatibilität. Dadurch 5% minus auf alle Werte. Deswegen rot. Bam. Ja, und da haben wir jetzt einen perfekten Sieg hingelegt. Perfektes Spiel. Gibt einen Bonus-Pick. Pick erkläre ich euch gleich. Ist ganz einfach. Je öfter mal, also je mehr man gewinnt, desto mehr Picks hat man. Und das ist relativ gut. Weil die Picks sorgen dafür, guck mal, man kriegt hier Energie. Das wird hier gerade nicht angezeigt, grafisch, warum auch immer. Da ist noch so eine Markierung da drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Aufnahme liegt oder an dem Tool. Manchmal sind Karten aber auch schwarz und nicht zu erkennen, was da jetzt, welche Figur das ist, wird dann nicht berechnet oder so. Auf jeden Fall ist diese Energie wichtig. Merkt euch die. Die kriegt man hier durch dieses Spielen, ja. Und man kriegt immer Karten. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Randy Orton gekriegt, auf grün. Und hier geht es darum, die super seltene oder die seltene Karte zu finden, die hier versteckt ist. Wenn die hier drin, wenn ich die erwische, dann wird das ganze Deck komplett aufgelöst. Und ich kann wieder von vorne anfangen. Da sind wieder alle gefüllt, das ganze Kader, und dann kann ich wieder loslegen. Diese Energie ist wichtig für King of a Ring. Da kann ich nämlich meine Superstars managen. Habt ihr gerade gesehen, da kam das gerade die Meldung, dass da was nicht läuft richtig. Auf jeden Fall. Oh, ich sehe sogar den Mauszeiger außen rum. Das ist ja geil. Oder? Den seht ihr auch, oder? Ja, auf jeden Fall, das hier ist der Spielrahmen. Das ist überhaupt das Spiel. Der Rest ist alles nur Overlay, den ich da reingebastelt habe. Man muss die Superstars managen. Das heißt, ihr seht es hier, da ist so ein kleiner grüner Balken, der da fehlt. So ein kleines Stückchen. Das sieht man beim nächsten Mal vielleicht besser hier auch. Und dann kann ich diese Energie nehmen und kann die da reinmachen und dann wird er wieder aufgepumpt. Je geringer diese Energie ist, desto weniger machen sie, desto weniger werden die Stats. Das heißt, man muss immer im Auge behalten, dass die funktionieren. Ich kann euch leider nicht zeigen, wie ich das mit dem, wie ich das Deck zusammengestellt habe. Das ist ganz einfach. Ich habe einfach nur auf Generieren gedrückt. Das Dumme ist nur, ich habe Karten drin, die schon veraltet sind. Ja, also nach einer Stunde waren diese Karten schon veraltet, weil ich deutlich bessere gezogen habe. Und auf jeden Fall kann man die dann managen. Hier gibt es dann die Terminpläne, die Kämpfe. Wann die sind und wie sie ausgegangen sind. Hier seht ihr 5-0, 5-0, 5-0, 5-4-1. Das erste Ding hatte ich verloren gehabt, ganz knapp. Den Rest alle gewonnen. Und hier kommen noch ein paar Spiele, wie ihr seht. Das ist alles Qualifying. Hier geht es ums Qualifizieren darum. Ihr seht es hier in der Tabelle. Ich bin auf Platz 1. Das heißt, ich bin auf jeden Fall drin. Aktuell noch. Kann natürlich noch richtig in die Hose gehen. Und am Ende gibt es natürlich dann auch Belohnungen. Also hier, je nachdem, wie man positioniert ist, kriegt man hier eine besondere Karte. Hier ein Superstar, besonders selten, wenn man ins Halbfinale kommt, Viertelfinale, Superstar selten und dann geht es hier halt weiter. Und dann gibt es auch noch weitere Modi, die ich euch zeigen möchte. Und zwar gibt es auch Money in the Bank. Da seht ihr, hier sind drei Dinger drin. Das heißt, ich kann nur drei machen. Das heißt, es ist ungefähr so wie in den ganzen anderen Spielen. Man muss Energie generieren und so weiter und so fort. Aber hier ist es relativ einfach gehalten, weil sich das auflädt alle 10 Minuten oder so. Wir machen jetzt einfach mal einmal Money in the Bank. Damit ich euch das mal gezeigt habe, damit ihr versteht, was das ist. So, ich kriege jetzt random aus meinem Deck die Karten hingelegt. So. Jetzt seht ihr hier, die haben hier diese Karten, hier diese Verträge oder was auch immer das ist. Und jetzt muss ich halt schauen, hier kann jetzt kommen Karma oder Kraft. So, ich muss jetzt gucken, Karma, Kraft, hier ist Kraft, Karma ist unten, also oben und unten, 85 und 87 zum Beispiel. Ich suche mir immer den schlechtesten raus am Anfang. 85, 87, das heißt, den lasse ich gegen den antreten. So, der hat jetzt noch auf Karma einen Bonus gekriegt. Ich lasse es mal kurz laufen.
Und besiegt. So, jetzt bin ich eins weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt das nächste Ding ist Härte und Tempo. Also muss ich mal gucken. Härte, Tempo. Also die zwei in der Mitte. So, der hat so, 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 so. Also nehmen wir ihn. Und ihn. Er hat hier sogar noch so ein Koffer. Da kriegt man dann noch was extra. Werdet ihr gleich sehen. So, ich spule mal vor. Unentschieden. Zählt aber als durchgekommen. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe zwei bekommen. Das ist gut. Ich kann hier zum Beispiel jetzt auch Tempo und Karma und Kraft kann ich jetzt hier als Deckboni reinhauen. Ja, das ist sinnvoll, weil wenn ich das jetzt mache. So, jetzt geht es hier darum. Beide kann ich natürlich nicht aktivieren. Muss mir einen aussuchen in der Runde. Jetzt muss ich halt schauen, der hier hat. Also hier ist. Es ist ziemlich random, was jetzt kommen kann. Ja? Also Tempo, Karma, aber Karma wird auf jeden Fall kommen. Das heißt, macht keinen Sinn, einen von denen zu spielen. Nehme ich einfach den hier. Nehme jetzt den und lass den gegen den antreten. So, jetzt gibt es diesen Bonus noch drauf. Von 5 auf alles. So, jetzt denkt ihr euch natürlich, jetzt hatte die blaue Karte schon als erstes verheizt. Das ist ziemlich blöd. Natürlich ist es blöd. Aber das ist ein bisschen tiefgründiger, als man denkt. Jetzt tue ich die Karte hier auch noch verheizen, einfach weil ich sie habe. Lasse ich jetzt ihn gegen ihn antreten. Oder ihn. Und beide gleich. Nehmen wir ihn. Und am. Besiegt. So, jetzt kommt die letzte Karte. Man sollte meinen, die ist jetzt die stärkste. Ist sie auch. Ist aber auch einfach zu schlagen. Pass auf. Also es könnte sein. Ich zeig's euch einfach mal. Pass auf. Der hier würde jetzt gegen den verlieren. Aber ich habe immer noch den hier. Das heißt, ich könnte, wenn ich den jetzt gegen den antreten lasse. Wisst ihr ja, was passiert, ne? Brock Lesnar. So. Weiter geht's. Jetzt treffen die hier aufeinander. Meiner springt. Der andere haut ihn auf die Fresse. Bam. So, jetzt kriegt der aber Werte abgezogen, weil der in diesem Ding schon gekämpft hat. Jetzt kann ich mir den nehmen und der ist deutlich stärker. Guckt euch das an. Und jetzt geht es halt darum, dass er den besiegt. Weiß nicht, ob es klappt. Habe es nicht genau im Auge behalten, welche Zahlen da standen, welche wichtig waren. Aber meiner hat es geschafft. Zack, besiegt. Money in the Bank gewonnen. So, jetzt kriege ich das alles mal zwei, weil ich natürlich den Koffer noch gekriegt habe. Bla bla bla. Weiß nicht, was sie von mir will. Das sagt sie ständig. Und jetzt kriege ich halt hier noch extra die Dinger nochmal dazu. Nochmal 7. Sind wir bei 14. Das ist ziemlich cool. Und auch relativ einfach, sollte jeder verstehen. Und dann seht ihr hier. Ah gut, eine Stunde. Also hier eine Stunde dauert es, bis ich das wieder machen kann. Also ich kann jetzt die zwei, kann ich noch aufbrauchen und dann dauert es halt immer jeweils eine Stunde, bis hier ein Balken dazukommt. Das ist nicht so schlimm, weil wie gesagt, es gibt ja auch noch andere Modi. Wir können zum Beispiel jetzt auch, warte mal, Royal Rumble, was war das nochmal gewesen? Das habe ich noch nicht gespielt. Da geht es dann um Kartenrücken, die man freispielen kann. Ist mir erstmal egal. Da hat man auch 5 Kämpfe, wie ihr seht. Ist aber jetzt erstmal egal, weil ich finde das hier viel interessanter. Hier kämpft man nämlich gegen echte Spieler. So, ich will das natürlich auch nicht zu lange halten jetzt. Ich habe Katrin gerade das Overlay geschickt und habe sie gefragt, was sie davon hält. Sie hat gesagt, sieht cool aus, aber der linke Typ, der ist so hässlich. Ja, sie mag Nakamura nicht. So ist es halt. So, jetzt haben wir hier Einzelfrauen. Er muss jetzt entscheiden, welche Frau er reinnimmt. Ich sage, okay, ich nehme die. Mache hier aber das Ding noch an. Nehme die Frau. So. Jetzt kann man hier noch so Sachen machen wie das hier. Ja. So Animationsdinger da reinhauen. Kann man 5 Stück machen. Ich habe zwei Emotionen dazu. So, jetzt haut die ihm auf den Sack. So, und jetzt geht's Tag Team Männer. Kraft Karma. Jetzt kann ich hier aber nichts mehr aktivieren. Das heißt, ich muss jetzt schauen,
dass ich mir am besten die Stärksten raussuche. Die beiden passen zusammen. So, jetzt hat er meinen auf jeden Fall geschwächt mit seinem Gedöns da, aber meine sind kompatibel und da geht das ein bisschen hoch. So, jetzt kommt halt der Fight. Roms. Meine haben gewonnen. Und jetzt haben wir nochmal ein Tag-Team und ich bin vorbereitet. Ich habe noch ein Tag-Team da, die perfekt zueinander passen. Also nochmal 10% Kompatibilität. Er hat's nicht. Und nicht vergessen, es ist ein echter Spieler, gegen den ich hier gerade spiele. Es ist nicht ein Computer oder so, sondern es ist ein echter Spieler, der hier gerade was macht. Wenn er jetzt mal hier so Wuhu machen würde oder so, dann könnte ich euch das zeigen. So. Und jetzt habe ich wieder einen perfekten Sieg hingelegt. Beeindruckender Sieg. Bla bla bla. Trophäen gewonnen. Und mit den Trophäen arbeitet man sich im Ranking hoch. Ne? Also es gibt dann dieses wer ist der Beste und so weiter. Und da kann man sich hochkämpfen. Ich weiß nicht, warum das mit den Energien nicht angezeigt wird ordentlich. Jetzt habe ich hier 5 Picks, weil ich hier das gemacht habe, weil ich das hier gespielt habe. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ja die Karte, die gesucht wird. Nee, ich habe einfach kein Glück gerade. Die ist hier irgendwo versteckt, aber weiß der Teufel wo. Aber hier war sie nicht. So, und jetzt haben wir hier, ihr seht, 5 Minuten sind es wahrscheinlich. 5 Minuten, dann lädt sich das wieder auf. Das heißt, ich kann 2 Kämpfe hier machen. Und nebenbei, diese Dinger hier machen Waldmodus, ist unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, King of the Ring, da gehen eure, da geht eure Energie rein. Ja? Also 10 Stück, wenn ihr die komplett auffüllen wollt, müsst ihr immer 10 Energie reinhauen. Das heißt, ihr müsst immer hier spielen, Energie kriegen, damit das weitergeht. Das ist das Wichtige, das Tolle an diesem Spiel, dass man tatsächlich immer spielen kann. Ja, also man ist nicht an Energie gebunden oder irgendwas dergleichen. Man kann immer spielen. Man kann immer spielen und das finde ich super, super geil. So, dann gibt es hier natürlich noch Road to Glory. Das ist ziemlich heftig. Und vor allen Dingen für mich auch nicht wirklich verständlich, wie das funktioniert. Ich zeig's euch einfach mal. Wähle einen Gegner. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist und wie das richtig geht, wie das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Nehmen jetzt ihn. Kein Plan, was da jetzt passiert. So, jetzt müssen wir 4 Runden werden gespielt. Das heißt, ich habe jetzt die Karten hier hingelegt gekriegt und mit denen muss ich jetzt worken. Ja, mit denen muss ich jetzt arbeiten. Da muss ich jetzt schauen, dass ich damit irgendwie was gebacken kriege. Was relativ schwierig ist, weil die Karten nicht so prall sind. Aber, ja, guckt euch den an. Da habe ich keine Chance. Der zermetert hier meinen sowas von. Zack, das war's. Keine Chance. Tag Team nochmal. Wieder keine Chance. So. Die sind nicht kompatibel, aber sind auch nicht inkompatibel. Meine haben gewonnen. Perfekt. So, jetzt habe ich die nächsten gelegt gekriegt, mit denen ich arbeiten muss. Einzelmänner Tempo. Jetzt muss ich einen suchen, der meiste Tempo hat. Das ist er hier. So, die haben beide gleich viel Tempo. Da hauen sich beide K.O. So, ist gar nicht so, ist gar nicht so verkehrt. So, jetzt muss ich hier 2 Männer gegen antreten lassen. Ich mache jetzt das mal an. Das Dumme ist, die sind kompatibel, leider. Dadurch wird es ziemlich schwierig, gegen die jetzt anzukommen. Um mich zu sagen, unmöglich. Einzelfrauen ist jetzt nicht die beste Tante hier, die ich kriegen konnte. Aber ja, mein Gott, was soll ich machen? Lass mal die antreten. Sehr gut. So, Tag Team Frauen. So, kann ich jetzt hier kein Tag Team machen? Also keins, das
zusammenpasst. Das heißt, 5% kriege ich abgezogen auf jeden Fall. Die sind aber auch nicht kompatibel. Das heißt, meine sollten gewinnen. Zack, haben sie auch gewonnen. Tag Team Härte. So, ich habe nicht viel Auswahl, nur die hier, aber die sind kompatibel zueinander. Die nicht. So, haben sie gewonnen. Und jetzt habe ich ziemlich starke Karten hier gerade in der Hand, mit denen ich gut arbeiten kann. Das heißt, ich muss jetzt ein Tag-Team mit Tempo zusammenstellen. Das heißt, den und den. Und die sind kompatibel. Das heißt, die hauen jetzt ordentlich rein. Sieht immer witzig aus, wie die Karten reinkommen. Ne? Also die Animation dazu finde ich echt gut gemacht. Ja. Bam! Voll platt gemacht. So, Tag Team Männer. Nochmal ein Tag Team. Aber die sind nicht kompatibel zueinander. Das heißt, das sieht schlecht aus. Aber ich glaube, die Karten von ihm waren auch nicht kompatibel. Deswegen easy. Oh, was ist jetzt los? Jetzt wird das nicht angezeigt. War doof jetzt. Normalerweise zählt er denn, countet der denn Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, wie oft ich gewonnen habe und so weiter. Ja, was ist jetzt? Jetzt müsste ich ja eigentlich gewonnen haben. Was habe ich jetzt? Ah. Ich muss 25 Mal gewinnen, um ihn hier zu kriegen. Seht ihr richtig? Ich glaube schon. Das wäre schon nicht schlecht, den hätte ich schon gerne, aber ich werde diese 25 wahrscheinlich nicht mehr in dieser Zeit schaffen. So, jetzt habe ich hier wieder 6 Picks sogar. Da kann eine richtig gute Karte drin sein, so wie es aussieht. Und die? Finden wir es raus. Mein Gott. So, das war jetzt die seltene. Jetzt wird alles zurückgesetzt. Und das war's. Ja, interessant. Ja doch, könnte man schaffen. Wenn man jetzt immer am Ball bleibt und immer spielt, dann könnte man den schon kriegen. Als nächstes kommt dann Dolph Ziggler, den man sich wahrscheinlich freispielen kann. Und weiter und weiter. Oh, die hätte ich gerne. Den hätte ich auch gerne. Naja, muss man sich dann halt hochkämpfen, ne? Und da kommen halt auch so richtig massive Karten wie der hier. Jetzt guckt euch die Werte an, ja. Da kommst du ja gar nicht ran. Da kommst du einfach nicht ran. Und die werden auch immer wieder, ihr seht hier, ein Tag und 14 Stunden wird das Ganze zurückgesetzt. Dann ist das nicht mehr relevant. Ja, und das ist halt das Wichtige, dass es das Spaß macht. Fusionskammer, hier kann man sich Karten herstellen. Das habe ich auch nochmal fix. Hier kann ich mir zum Beispiel sagen, okay, den habe ich jetzt schon hergestellt. Ich kann jetzt sagen, hier gewöhnliche Fusion, das sind die ganz einfachen. Grauen Karten, das sind die grünen Karten, das sind die blauen Karten, das sind die besonders seltenen Karten. Und so geht es immer weiter. Ja. Kann man sich alle herstellen. Aber wenn ihr euch eine seltene Fusion zum Beispiel verdienen wollt, hier schauen wir rein, hier gibt es Ric Flair mit den Werten und kenne ich gar nicht, Recruit, als Ziggler. Emma und Mr. McMahon als Hilfe fürs Deck. Und die kann man kriegen, aber man muss dafür einen Wert von 150 Punkten erreichen. Das heißt, man muss die Karten, die man gekriegt hat, die hier ist zum Beispiel 15 wert. Ja, die muss man dann investieren, um quasi diese Punktzahl zusammenzukriegen. Und wenn man die zusammen hat, kann man die fusionieren. Dann dauert das eine Weile, es dauert eine Stunde, genau, eine Stunde steht da, eine Stunde und dann wird die hergestellt und dann kann man gucken, welche man bekommen hat. Also, man muss auch dafür kein Geld ausgeben. Man kann auch einfach seine Karten da reinhauen. Und wie ihr seht, ich kriege viele Karten. Ja? Also einfach nur durch Spielen. Man muss nur spielen. Mehr muss man nicht machen. Das habe ich schon zu weit gedrückt, verdammt.
Ja, und wie gesagt, hier oben ist meine Statistik auch, 44 Mal gewonnen, 10 Mal verloren. Die 10 Mal verloren lag einfach daran, dass ich halt nicht wusste, was ich tue. Aber ansonsten gibt es dann auch noch das Team Battleground, aber da brauche ich dann halt noch ein Team. Ihr seht hier 8 Mitglieder, das heißt, wer Bock hat, soll reinkommen in mein Team. Und dann können wir zusammen hier ordentlich rocken. Wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, das ist natürlich jetzt die Frage, deswegen habe ich das Video gemacht. Wollt ihr das Spiel sehen? Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da und schreibt mir mal in die Kommentare. Weil dann kann ich damit arbeiten, dann weiß ich, okay, das wollt ihr sehen und das kann ich aufnehmen. Das kann ich nämlich auch unterwegs aufnehmen und und. Das ist alles wunderbar. Das wäre perfekt und das Spiel macht halt auch Spaß. Ich werde es heute streamen wahrscheinlich. Und dann werden wir mal schauen, wie da so die Resonanz ist von den Leuten, ob die sagen, nee, will ich nicht sehen oder ja. Kann man machen, finde ich geil. Aber damit war es das jetzt erstmal. Das ist quasi mein kleines Infovideo gewesen jetzt dazu. Und wenn ihr Bock darauf habt, kommt rein ins Team, schreibt in die Kommentare und. Lasst einen Daumen hoch da natürlich. Gut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht, wenn ihr das sehen wollt, ich hoffe es, dann ist mein Overlay nicht umsonst hergestellt worden. Und ich werde dieses Overlay nachher noch ein bisschen bearbeiten, beziehungsweise jetzt noch ein bisschen bearbeiten. Aber jetzt muss das Video gerendert werden, das wird eine Weile dauern. Es sind 27 Minuten sogar. Bisschen lang. Die nächsten werden dann nicht so lang sein. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!